Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Hearthstone. Ich hatte ja zuletzt den Face Hunter gespielt und dann hatte der Julian, das ist, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ein Zuschauer, der in die Kommentare mir nochmal so einen Midrange Face Hunter oder Hunter halt in die Kommentare geschrieben hat. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Ich hatte auch gesagt, ich will ihn eigentlich spielen, aber der Face Hunter ist eigentlich echt schwierig geworden. Aktuell. Deswegen spielen wir hier einen Token-Schamanen. Nicht ganz hundertprozentig mal wieder wie der von Hearthstone Heroes, aber der war ganz ordentlich. Wenn ich nicht gerade gegen Tempo-Decks spiele, dann geht es da eigentlich. Okay, das ist eine ganz gute Starthand. Können wir gut gebrauchen, die Evolution für ein volles Board von ihm, die gepushte Karten haben. Ich glaube, ich werde mal gleich beide Elementare raufhauen hier. Komm. So, dann haben wir nämlich die Wahl, entweder das Totem aufzubauen oder die Jade klauen. Ich glaube eher Jade klauen. Mal gucken, was von ihm kommt. Das ist okay. Können wir diese Runde die Jade Clown spielen? Und in der nächsten Runde haben wir immer noch die Wahl des Totems. Geben mit der Waffe immer beim ersten Angriff auf jeden Fall immer noch mal Face. Denn Face is Place mit dem Aggro-Deck hier, was ich spiele. Also wir können das Totem spielen hier. Auch das. Könnten wir ihn schon mal einen Strike rausholen? Nicht gerade. Erstmal das Board aufbauen. Na gut, wir wissen nicht, wann wir die Verwandlung haben, dass sie besser werden. Dann hauen wir hier einfach mal in dazwischen. Machen ein bisschen Schaden. Holen ihn seine Klaue raus. Werde ich die Waffe. Ne, die bewahre ich mir aber jetzt mal einmal auf. Falls wir einen Diener auf dem Board haben, der zwei oder drei Leben hat. Ja, guck mal, da kommt der Prunkin Heap. Einen haben wir schon mal raus. Dann können wir den jetzt spielen. Den spielen. Und gehen hier mit Face. So, haben vier Diener auf dem Board. Und wenn er einen Prankenhieb hat, ob er es nochmal spielt. Dann hätten wir alle. Ja, okay. Er verursacht aber drei Schaden, nicht einen Schaden. Wenn jetzt die spielen. Oh no. Wir machen den. Und den. Warte mal, ich mal kurz. Zieht eine Karte, wunderbar. Zack. Zack. Und zack. Wenn wir jetzt hier verwandelt alle, wäre natürlich geil, wenn ich den spielen kann. Plus den einen Mana, dass alle meine Diener einen höher gemacht werden. Was macht er? Das Prankenhieb nochmal? Nee. Ah, okay, ja, okay. Habe ich nicht gesehen, dass er seinen Ping nochmal genutzt hat. Machen wir so. Spott. Oh, Heilung ist auch in Ordnung. Eigentlich müssten wir das gewinnen können. Relativ zügig. Aber. Prankenhieb? Nee. Ah, okay, ja. Nichtsdestotrotz. Hier sind vier Schaden. Evolution haben wir auch nochmal. Machen das. Einen davon hätten wir noch. Machen das. Ich mache jetzt tatsächlich schon mal, ich hoffe, das ist halbwegs in Ordnung. Die Evolution einfach, damit wir den Spotter weg haben. Das einzige Problem ist natürlich, ich habe aus vier Schaden, die mir ins Gesicht gehen, sieben gemacht. Ich habe die besten Angebote weit und breit. Jetzt zieht er sich mit Karten voll. Wir haben sogar acht draus gemacht und er kriegt noch Rüstung. Oh, jetzt dreht sich gerade ein bisschen das Blatt, das ist scheiße.
Das Gute ist, er geht nicht face. Das ist aber auch das einzig Gute. Schnappt sie euch, Jungs! Face. Auch unbedingt meine Evolution. Und ich könnte die auch nochmal spielen. Ah, fuck. Es dreht sich das Blatt. Eieiei. Ja, war halt kein. Kein. Tempo-Druide, sondern dieser Midrage. Richtig scheiße mit seinem Sport. Jetzt haben wir ein Problem. Und das Problem werden wir auch so schnell nicht lösen können. Wir müssen die 4 Schaden seinen Achter machen, ansonsten sind wir ziemlich zügig down. Und einen Spot vielleicht? Nope. Ein Schaden. Schon wieder ein Spot. Scheiße. Und wir haben keine Devolution mehr. Das heißt, wir kriegen die Spotkarten auch nicht mehr so schnell vorbei. Deswegen haben wir eigentlich an dieser Stelle, also vor einer Runde, als er den gespielt hat, haben wir eigentlich schon verloren gehabt. Das weiß er auch. Das weiß ich auch. Und. Ja. Shit. 2 Schaden wären nochmal cool gewesen. Und eigentlich haben wir verloren. Spielen die und ich gehe hier face. Wir haben 3, 6, 9. Ja, okay. Hat er einen Buff für alle? Ich denke nicht. Schade, die letzten Runden gingen immer ganz gut, aber das Problem ist natürlich ganz klar, wenn du einen hohen Spot da liegen hast und du hast die Devolution schon gespielt, ich habe sie einmal im Deck, wir können gleich nochmal kurz in die Karten reinschauen, dann hast du halt keine Chance mehr, ne? Du kommst ja jetzt nicht vorbei, selbst wenn ich Evolution habe, komme ich an die fast nicht vorbei. Ja, guck mal, Prankenhieb, sehr gut. Dann hast du gegen so eine Decks halt keine Chance. In this passiert. Ich muss aber gestehen, ich habe gefühlt immer noch eine höhere Win Rage mit dem Secret Mage. Leider kann ich den Control nicht, kriege ich den Control nicht zusammen. Können wir hier ganz kurz reinschauen. In den Token. Ja, Kampfrausch fehlte natürlich so ein bisschen. Also was auf jeden Fall fehlte, war die Evolution. Ja, einfach um meine Diener zu verbessern. Ich hatte ein recht volles Board, aber ja, konnte damit nichts anfangen. Mit den ganzen kleinen Minions. Und dann hat er halt mit seinem 4-8er Spotter 2 Schaden verursacht, mal eben alle weggenatzt. Das hat er gut gemacht. Das ist halt die Gefahr, ne? Du musst halt hier relativ zügig vorankommen, ansonsten wird das nichts. Ja, dennoch sage ich vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich schon auf August. Mal sieht man das eigentlich schon? Die nächste Veröffentlichung? Ich glaube nicht. Neue Erweiterung. Nee, ich glaube, die gibt es momentan. Das sieht man momentan nur in dem Blizzard Shop. Also online. Ja, ich sage vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Euer Gonchi. Tschüss.